Klagt, dass ich hochmütig war, gnädiger Vater. Es mag sein, ich bitte euch nicht zur Strafe. Ach, Narziss, dein Betragen ist vorbildlich. Ich wollte manchmal, du wärst etwas unartig. Dennoch, weißt du, vielen Leuten ist es unheimlich, wenn einer allzu gescheit ist. Es ist nichts. Ich bin gefallen. Ich sehe dich oft einsam und allein, junger Bruder. Ich sorge mich um dich. Nur in der Zurückgezogenheit kann ich lernen und ganz bei Gott sein. Ich möchte ja Mönch oder Priester werden. Dafür musst du die Menschen kennen. Ich beobachte. Und was beobachtest du bei mir? Dass ihr vielleicht lieber in einer Einsiedelei Ziegen hüten würdet? Einfach und demütig, anstatt ein großes Kloster zu regieren? Richtig? Ehrwürdiger Vater, kommt, schnell! Der Junge wird Pfaffe. Ich zahle doch dafür, wenn ihr ihn nehmt. Daran soll es nicht liegen. Nun, wenn die junge Seele dem heiligen Benedikt nachfolgen will... Ich will, dass er büßt. Für die Schande, die seine Mutter über uns gebracht hat. Ich kann ihn nicht mehr ansehen. Nehmt das Gold und macht mit ihm, was ihr wollt. Er kommt ganz nach hier. Dieser dreckigen, davongelaufenen. Golden Bund? Komm. Sag diesem Pfaffen, dass deine Mutter eine Hure war! Ha! Wie gesagt, du sollst. Sage, dass deine Mutter. Narziss, kümmere dich um ihn. Aber ich muss. Ich wünsche es. Zauber her! Gemeinsame Gebete wie folgt. Zwei Ofri, die Matutim und ein Antideum. Daraus beten wir bei Tagesanbruch. Die Prim um 6 Uhr, danach ist Unterricht. Die Terz um 9 mit Hymnus und Psalm. Die Sechs um 12 Uhr. Und wenn man verschläft? Hast du schon mal verschlafen? Nein, ich habe natürlich noch nie verschlafen. Die Nono 3 Stunden später in der Kirche mit Hymnus und Psalm. Bei Sonnenuntergang beten wir die Komplett. Wie lange dauert das, bis man Mönch ist? Wenn man nach Jahren der Vorbereitung... Ich muss schnell Mönch werden, um für meine Mutter zu beten. Weil Gott sie hasst. Nein. Gott liebt uns alle. Auch meine Mutter? Bei Sonnenuntergang beten wir die komplett. Danach ist Bettruhe. Sag mal, wie heißt du? Ich heiße Narziss. Nicht Goldmund. Thank you.
gut gegen das Fieber. Jetzt kriegt er noch einen Tee, Sauerdorn und Enzian. Dann geht's ihm auch besser. Bleibst du hier und kümmerst dich um deinen Freund? Er ist nicht mein Freund. Komm, hör auf. Kümmer dich. Ich weiß es nicht. Hey, Narzis, hast du einen besten Freund? Ich hab Kloster. All unsere Liebe muss Gott gehören. Wir drei können dir zusammen Freunde sein. Du, ich und Gott. Willst du noch eine kleine Scheiße? Dann komm schon. Willst du noch eine? Aufhören! Das ist normal. Verschwindet! Sind homines multiplicari super terra. Cumque homines. Sprichst du nicht Latein? So verstehst du nicht das Wort Gottes, so bist du ein Esel. Und der Esel bekommt die Rute. Ehrwürdiger Vater, ich glaube, Abdanien hat euch gerufen. Was? Das habe ich jetzt gar nicht gehört. Es schien, als bräuchte eure Hilfe. Ihre Weisheit, Tiefe und Verstand. Sapientia profunditas claritas. Na dann. Narzis, du liest mal. Videntes fili de filias eorum fot essent pulcheri acciperum. Hey, Narzis! Was ist? Willst du mitkommen? Ich zeig dir meinen geheimen Ort. Darf das nicht. Wir werden uns entdecken und dann gibt's Ärger. Na und? Komm. Ich wusste, dass es falsch war. Boah, du bist mutiger, als ich gedacht hab. Müssen die auch manchmal wieder draußen sein? Ich kann hier besser nachdenken. Ich werde vielleicht immer hier bleiben. Echt? Dann bleibe ich auch. Goldmund. Jedenfalls. Considerant in honorem Dei sibi servire. Goldmund. Es ist so einfach. Es ist ein ACI, ein Akkusativ cum Infinitivum. Ja, klar. Akkusativ cum Individuum. Nein, Infinitivum. Martyres et per
Du kannst. Sehr schöne Brust. Bist du verrückt, die heilige Mutter Gottes? Nun, hätte Gott dir nicht die. Hätte Gott dir nicht die schönsten Brüste gegeben, wenn sein Sohn Jesus Christus daran trinken soll? Was? Ich meine das ernst. Du hältst mich für einen Idioten. Nein. Aber ein Gelehrter wirst du mit solchen Ideen nicht werden. Sei doch froh, Goldmund. Du wirst ein viel schöneres Leben führen, weil du tiefer empfinden kannst. Großes Glück. Großer Schmerz. Bruder. In Paradisum deducant te angeli, in tua adventu suscipiant te martyres, et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. Laetato sum in eo quod dixerunt mihi, in domum Domini ibi Jerusalem, qui edificata est ut civitas, sibi compacta in id ipsu. Was, Goldelein? Heute Abend, nach der Komplett. In alle schlafen. Kleine Überraschung. Weiber, bist du dabei? Ja. Ich bin dabei. Ich frag Narziss, ob er auch kommt. Narziss und Weiber? Das glaubst du aber selber nicht. Geht ihr beide eigentlich auch zusammen scheißen, ihr zwei? Ach, und nimm was zum Zeichnen mit. Ja, schaut her, Jungs. Sowas kriegt ihr nicht zu sehen bei dem Pfaffen da oben, was? Ah.
wieder? Was? Nichts gemalt? Ich hab das im Kopf, ich mal's nachher. Ich hab dir doch gesagt, er ist zu blöd. Morgen, ich versprech's. Goldmund ist wie ein Vogel im Käfig. Er möchte Mönch sein, dabei sind seine Talente woanders. Er muss hinaus in die Welt. Er ist noch jung und... Narziss, du weißt auch, dass er hier bei uns nicht glücklich werden wird. Überdies, es gibt Gerede, böses Gerede. Goldmund ist ein hübscher Junge und du und er... Ich schwöre bei der Jungfrau Maria. Den Gedanken? Narziss, er hört auf dich. Nur du kannst ihm helfen, seinen Weg zu finden. Um seinetwillen und deinetwillen, du musst ihn fortschicken. Gnädigster Abt, ich kann doch nicht. Doch. Liebe fordert auch Opfer. Aber das hier ist ohne Seele, ohne Wahrheit. Es ist deiner nicht würdig. Ich sehe weder das Wunder der Geburt, noch Lust, noch Liebe. Was verstehst du schon von Lust und Liebe? An dir ist es jedenfalls nicht, das zu bewerten. Was auch immer du da draußen gesehen hast, es gehört nicht hierher. Vielleicht gehöre ich auch nicht mehr hierher! Ja, vielleicht gehörst du ja wirklich nicht mehr hierher! Haben es die Pfaffen nicht erlaubt. Du siehst gar nicht aus wie ein Mönch.
Wie ein richtiger Mann. Oh, ein langes Leben voller Liebe. Und hier ein Geheimnis, ein dunkles Geheimnis. Meine Mutter, sag mir mehr. Du suchst die Frau, die Mutter, den ewigen Schoß. Und werde ich sie denn hier finden, die Mutter? Du wirst noch so vieles finden, mein Sohn. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Es ist eine Entscheidung fürs Leben, Narziss. Man wird nicht Mönch aus Kummer. Nicht, um vor etwas davon zu laufen. Armut, Gehorsam, Keuschheit, ein Leben lang? Es ist meine Bestimmung. Schon immer. Mein Sohn. Und jetzt zeige ich dir, wo das Himmelreich wirklich liegt. Ich möchte bis zum Gelübde in die Büßerzelle, um nicht abgelenkt zu sein durch Weltliches. Lisa, kann ich bei dir bleiben? Ich kann hart arbeiten und ich kann mich... Bist ein lieber Junge. Ich liebe dich. Wir können zusammen sein und ich werde auf dich aufpassen. Nein, bitte lass dich es. Ich brauche vieles. Einen Mann brauche ich nicht. Das Amulett. Ich kenne das. Meine Mutter. Hörst du das? Wie gefällt's dir? Das hat mir eine Frau geschenkt in Fürstenberg, als ich ihr die Zukunft vorhergesagt habe. Was tust du? Es ist Zeit für mich. Du kannst auch nicht einfach. Ich muss aber mit dir reden. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo meine Mutter ist. Dann musst du jetzt gehen. Willst du denn gar nicht, dass ich bleibe?
wohl. Geh. Nein! Ohne Hosen und ohne Hirn. Wo habt ihr ihn ergriffen? Im Westflügel. In der Garderobe von der Gattin. Bei meiner Frau der Fürstin? Sakrament der Beichte. Der Allmächtige wird es euch danken. Jetzt schlag mich nieder. Bist du verrückt? Es muss glaubwürdig werden. Ich kann das nicht.
Lasst uns hier unser Lager aufschlagen. Goldmund! Anselm! Benjamin, schnell! Den haben wir es gezeigt. Was? Benjamin, hol eine Decke, schnell! Nostro Jesu Christo, Salvatore Mundi, qui inseparabilis cum Patre et Spiritus Sancto, vivit et regnat. Unus Sanctus Deus per omnia secula seculorum. Amen. Wir bringen dich zurück ins Kloster, Goldmund. Ins Kloster. Ich habe so oft an euch gedacht. Was ist denn passiert? Ja. Ja, als in ein Leben passt. Kriegssteuer von deinem Lehnsherr zurückbekommen. Spätestens aller Heiligen ein schriftlicher Antrag. Antrag schreiben? Du willst doch nur die drei Kreuzer von mir. Aber ich krieg doch meinen halben Kreuzer fürs Lesen. Betrüger kriegen gar nichts von mir, Holzfack! Nein! Wachen kann ich dir schicken, du Strauchdieb. Du kannst also schreiben? Ohne Tinte? Mit dem Finger in der Luft kann ich schreiben. Willst du bei mir im Dienst? Eine warme Mahlzeit am Tag, ein eigenes Bett und ein Dukaten. Pro Monat. Ich bin auf der Durchreise nach Fürstenberg. Über die Berge? Das schaffst du nicht mehr. Vor Wintereinbruch. Einen ganzen Dukaten? Du hast mir gerade ein Batzen Geld erspart. Unser neuer Schreiber. Gebt ihr was zum Anziehen. Und im Zimmer oben beim Knecht. Waschen soll er sich. Steht wie ein Iltis. Thank you.
ist er ja. Wie war noch der Name? Goldmund. Gnädiger Herr. Du wirst mir helfen, eine Chronik zu verfassen. Kreuzzug. Meine Schlachten bei den Heiden. Das muss alles aufgeschrieben werden. Und Unterricht für die Kinder? Ja, bitte, bitte, Vater. Wir wollen etwas lernen bei dem jungen Herrn Magister. Nobis Quantum. Am Abitur, Müller. Die von uns geliebt wurde, wie sonst keine geliebt worden ist. Lydia, falsch. Geliebt werden wird, das ist Zukunft. Geliebt worden ist, geliebt werden wird. Ist doch dasselbe. Am Abitur ist Futopassiv und nicht Vergangenheit. Julia, die Gedichte Catulls sind für euch noch zu schwer. Ihr übersetzt die gallischen Kriege. Aber ich... Im Stillen. So! Genug studiert, Mädchen. Abmarsch! Dass ihr mir nicht zu klug werdet. Sonst finden wir keinen Mann für euch. Und dann tötete ich einen Heiden. Und dann tötete ich noch einen. Zuletzt kamen noch zwei gelaufen. Die tötete ich auch. Vielleicht nicht immer zu töten? Was? Vielleicht aufschlitzen, niederstrecken, massakrieren? Ja, sehr gut. Massakrieren. Poetisch. Das könnte ich heute auch noch. Das mit den Heiden. Massakrieren. Nicht lange dauern, euer kleines Glück. Lauft lieber fort, Herr Magister, bevor der Vater dich aufhängen lässt. Julia! Hat dich wehgetan? Hat dich was gebrochen? Mein Herz ist gebrochen. Du liebst mich nicht. Draußen an der Ulme, da hing schon mal einer. Tränen hackten in seine schönen, toten Augen. Und der steife Körper, der drehte sich im Wind. Seht ihr denn nicht, dass ich für immer euch gehöre? Du tust nur so, um mich berühren zu können. Mein Gesicht, meine Lippen, mir Kuss reiben zu können. Habt ihr denn gar keine Scham? Was hat er denn verbrochen? Nur die eigene Braut küssen, ist dir das nicht bekannt? Der wird lachen, euer Bräutigam, wenn ihr nicht einmal wisst, wie man küsst. Dann bringt es mir bei. Schließ die Augen. Magister. Lydia! Goldmund? Goldmund? Mein Goldherz. Lydia. Es tut mir so leid. Meine Liebe ist doch tief. Ich wollte dich nicht im Schnee frieren lassen. Vielleicht kann ich es wieder gut machen. Mein Gott, Mann. Könnte ich euch doch ganz gerne.
ich würde mit dir gehen, Gordon. Julia. Ich hasse dich. Wenn ich nicht hierbleiben darf, dann sag ich es dem Vater. Dann baumelt er auch an der Ulme. Jetzt geh endlich weg, du Dumme. Soll mich aber auch küssen. Sie spielt mit dir, merkst du das nicht? Ich würde mir richtig durch. Du bist noch ein Kind, du weißt nicht, wovon du redest. Mund. Mir ist noch was eingefallen. Ja, bitte. Ins Jenseits befördern. Wie findest du das? Mhm. Du hast ein dichterisches Feuer in mir entfacht. Sieh dir. Julia. Nein, wartet! Bitte nicht! Bitte nicht! Wie einen Sohn habe ich dich aufgenommen. Ich habe dir meine Töchter anvertraut. Wärst du ein anderer, ich würde dich erschlagen. Wie früher, mit eigener Hand. Ihr müsst mir glauben. Halt den Mund! Los! Kehrst du jemals zurück, dann schlage ich dich tot. So war mir Gott helfe. Lydia, ich wusste es. Zusammen werden wir fliehen. Hast du denn nicht verstanden? Du süßer Goldmund. Es war doch nur Spaß. Ich könnte doch nie ein wie dich ohne Stand leben. Hast du das denn nicht gewusst? Leb wohl. Nein. Ich muss an die Luft. So lass ihn doch. Ja, dann sollen die Nähte halt platzen. Mir doch egal, ob er Wundbrand kriegt. Warte, warte. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Alles ist gut. Ich muss dann ja auch bald weiter. Besseres zu tun, als einen Landstreicher durchzufüttern. Alles noch genau wie damals. Ja, es hat sich nicht viel verändert. Du bist Abt. Und sorge wie jeder Abt dafür, dass sich hier nichts verändert. Und du? Welchen Beruf hast du erlernt? Bei einem Bildhauer war ich in der Lehre. Das ist gut abgelegenes Holz. Hätte meinem Meister gefallen. Ja, wir benötigen einen neuen Schweinestall und die heilige Katharina. Goldmund, kannst du uns nicht eine neue schnitzen? Die alte hat Würmer und ihr fällt der Arm ab. Du könntest dich dabei noch ein wenig erholen und müsstest nicht gleich wieder fort. Und ein kleiner Altar dazu. Es muss ja kein Meisterwerk werden. Den Brüdern wird's auch so gefallen. Ich hätte Angst, dass es dir nicht gefällt. Goldmund? Bruder Lothar, cumque coepiscent homines multiplicari super terram. Weißt du noch? An die Route kann ich mich gut erinnern.
Wer die Rute zurückhält, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber liebt, der sucht ihn heim mit Züchtigung. Sprüche 13. Hier müsst ihr mich sehr geliebt haben. Stell dir vor, Lothar, Goldmund ist Bildhauer geworden und wird uns eine heilige Katharina schnitzen. Wie? Aber der Schweinestall, Herr Wedeker. Ich habe anders entschieden. Du bist also Bildhauer geworden. Und hast du deine Mutter gefunden in Fürstenberg? Finden. Hier in der großen Stadt. Und die Erinnerung wird immer undeutlicher. Bald werde ich ganz vergessen haben, wie sie aussieht. Der Herr wird dich leiten. Seele, Ave Maria. Was machst du hier? Verzieh dich. Ich suche Meister Niklaus. Nene! Gib dem Burschen was zu trinken. Meister Niklaus! Ich habe eure Maria in der Kathedrale gesehen. Ich muss von euch lernen, wie man einem Stück Holz eine Seele gibt. Das ist doch Gotteslästerung! Apfel halt den Mund. Davon verstehst du nichts. Red weiter. Was meinst du mit Seele? Ich suche meine Mutter. Sie steckt in meinem Kopf, aber ich... Ich erinnere mich nur an ein Gefühl. Wenn ich das als Bildnis schaffen könnte, dann käme die äußere Form von selbst. Er ist ein Narr. Er will ein Gefühl schnitzen. Zeichne. Deine Mutter oder was immer du rausbekommst. Wer ist es, Vater? Ich bin mir nicht sicher. Und du nimmst ihn als Lehrling? Die anderen wollen doch nur gefallen. Aber der, der kämpft wenigstens mit seinen Dämonen. Ein Verrückter? Ja, wenn ich Glück habe.
Der Körper ist zu lang. Sie steht nicht mal auf dem Boden. Ja, weil sie schwebt. Ich male sie, wie sie in meinem Kopf ist. Nicht, wie sie wirklich ausgesehen hat. Machst du dich lustig, Freundchen? Es ist gut. Stellst du in eine Werkstatt, hältst alles sauber, hilfst den Gesellen. 4 Wochen sehen wir weiter. Und denkt dran, was ich euch immer sage. Man muss das Holz lieben. Man muss das Holz lieben. Wie ist ein Mädchen? Wie ist ein Mädchen? Wenn du da so sitzt, hätte ich hier mein Holz. Dann mag ich gerne den ganzen Tag. Hallo. Schon im Kopf fertig sein. Meister. Darf ich um dieses Stück Holz bitten? Ich will etwas Eigenes versuchen. Was hast du in den 2 Jahren bei mir gelernt? Außer Fegen und Ohrfeigen einfangen. Wie die Schnitzmesser dein bester Freund werden. Dass man das Werk erst im Kopf fertigstellen muss und dass man das Holz lieben muss wie sein Mädchen. Und jetzt willst du Kunst machen. Ja? Was glaubst du denn, wie viele Kunstwerke ich geschaffen habe? Echte Kunstwerke. Das stimmt. Ein paar Dutzend. 3. Der Rest, der ganze Krempel. Bedient, gefällt und verkauft sich gut. Ich verdiene viel Geld, ja. Kannst mir vorwerfen, dass ich nur das Beste für meine Tochter will, dass ich teure Medizin für meine Frau gekauft habe, als sie im Sterben lag, dass ich das Dach flicken lasse, wenn es reinregnet. Hätte ich alles der Kunst geopfert, wäre ich vielleicht der größte Bildhauer meiner Zeit geworden. Ja, oder? Genauso mittelmäßig. Aber arm und mittelmäßig. Verschwinde. Ja, nimm den Stamm. Mach was draus. Einen 2. bekommst du nicht. Danke, Meister. Ja, das wird. Goldmund?
Was ist mit dir? Er ist fertig. Ist das ein Freund von dir? Ist er gelungen? Hast du gut geschnitzt? Ich mag ihn jetzt auch, dein Freund. Es ist, als hätte er ein Herz da drin. Und Blut. Und Tränen. Ein schöner Mensch, Goldmund. Von innen und von außen. Ich bin hier immer noch Leo. Ehrwürdiger Abt, der Künstler verbietet mir den Zugang. Der Altar ist noch nicht fertig. 4 Stämme für einen Katharinenaltar. Nun gut. Aber er will weitere 8 Stämme haben. Der hat schon wieder einen neuen Gesellen angestellt. Na und? Sollen die Farben sich von alleine mischen? Wie viele Gesellen hast du jetzt? 2. 3. 4. 5. Ach so, die anderen sind Helfer und Lehrlinge. Es ist ein Altar. Der? Wie in Stücke gerissen ist. Wie unsere Welt. Aber in der Mitte, Maria. Sie hält alles zusammen, sodass die einzelnen Bruchstücke zu einer Gloriole werden. Und hier die 9 heiligen Frauen. 9? Ja. Ja. 9 Heilige sind doch besser als eine. Und die Mutter Gottes. Ein zerberstender Altar. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Genau. Ich auch nicht. Ja, wir brauchen dringend einen neuen Schweinestall. Es regnet herein und die Rückwand schimmelt. Wir sind aber Gottesdiener und keine Schweinehirten. Lieber hungern und frieren und dabei die heilige Jungfrau ehren. Goldmund wird uns einen großartigen Altar schaffen, Gott zu ehren. Und wer garantiert uns, dass dieser Goldmund das Zeug dazu hat, das große Werk zu schaffen? Ich garantiere das. Weiter! Los, auf geht's! Alfred. Na, was meinst du? Die Hände sind etwas zu groß? Ja, die Hände sind etwas zu groß. Ja. Aber ich spüre was. Johannes war der Lieblingsjünger von Jesus. Und ich spüre einfach, wie dieser Holzstamm trauert um einen Freund. Liebt. Und ich leide mit ihm. Goldmund, hast du deine Mutter gefunden da oben in deinem Kopf, ja? Nein. Aber ich habe suchen gelernt bei euch. Dafür danke ich. Finden muss ich allein. Goldmund, du bist heute Abend bei uns im Haus.
Schau mal. Das hat alles Lisbeth gemacht. Eine hervorragende Hausfrau. Du wirst keine fleißigere und geschicktere im ganzen Landkreis finden. Goldmund, geht es deiner Hand? Hier, probier doch mal. Damit du weiter so nette Figuren schnitzen kannst. Also, wir werden deine Johannesfiguren zu Dutzenden herstellen. In drei Größen gleich. In Flandern lieben die so etwas. Und, schmeckt? Goldmund, du weißt, ich bin kein Mann der großen Worte, aber ich habe mit den Oberen der Zunft gesprochen und sie machen eine Ausnahme. Du heiratest mich. Der Herr Vater setzt dich als Teilhaber und Erben ein. Und? Du bekommst den Meisterbrief. Jetzt habe ich auch wieder mehr Zeit, Holz mit Seele zu machen. Du weißt. Ja, ich brauche dir ja nicht zu sagen, dass niemals ein junger Mensch so rasch ohne die vorgeschriebene Lehrzeit zum Meister aufgerückt ist. Dein Glück ist gemacht. Fritz. Ja. Du bist Meister geworden. Wie wunderbar. Was ist mit deiner Frau, Lisbeth? Ich habe natürlich abgelehnt. Das falsche Leben, das falsche Mädchen. Was bildest du dir eigentlich ein? 2 Jahre hast du hier bei mir gehaust. 2 Jahre. Meine Tochter habe ich dir geschenkt. Das ist der Laut. Sie haben dich aufgenommen wie eine Familie. Nein! Was ein Mann, wie Kapitän. Und dann bildest du dir eigentlich ein? Raus und von raus. Und lass uns dich nie wieder schicken. Es ging mir nicht um einen Meisterbrief. Alles nur nicht reich und unfrei sein. Ich hatte noch viel zu wenig erlebt, um ein Künstler sein zu dürfen. Psst, Goldmund, komm. Du brauchst das nicht. Du hast alle Weisheit der Welt in deinem Kopf, in deinen Büchern und ich muss alles selbst durchmachen. Muss leiden und mich prügeln lassen, um zu kapieren. Ein Künstler lebt im Feuer. Ihr dürft erleben und lieben. Ja? Und was habe ich gemacht aus meinem vollen Leben? Nein, 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 kein Vertrauen. Was? Ich bin Abt. Du hast Angst, dich mit einem Krüppel zu messen? Es ist nicht mehr so wie früher. Los! Grenzenlos, ehrwürdiger Amt. Außer wenn es um ihn geht. Alles wird ihm nachgesehen. Jede Narretei erlaubt. Er genießt alle eure Aufmerksamkeit und Liebe. Goldmund ist ein Künstler. Künstler. Damals. Schwärmereien unter Knaben. Aber heute seid ihr Abt. Auch nur der leiseste Verdacht auf... Auf was? Man würde euch aus dem Amt jagen. Oder mehr. Was fällt dir ein, Lothar? Hätte ich noch gekriegt vom Meister. Lene, glaub mir, nenn es den schwarzen Tod. Sind aber trotzdem drei Kreuze.
gehen wir hin? Wo es schön ist. Wenn wir dort sind, werden wir es wissen. Einfach so. Als ich dich getroffen habe, da habe ich auch gewusst, dass du es bist. Einfach so. Volkmund. Hier. Pilze und Kräuter. Und am Waldrand habe ich wilde Hirse entdeckt. Daraus backen wir Brot. Und was machen wir, wenn der Winter kommt? Die Kälte, der Hunger? Ach, Lenchen. Jetzt hast du es verdorben. Wird sich was finden. Was ist denn? Ich bekomme ein Kind. Ich bekomme so einen dicken Bauch und du musst für uns drei schuften, Tag ein, Tag aus. Bald hast du genug und dann läufst du weg mit deinem anderen Lenchen. Nein. Das ist wunderbar. Wir werden glücklich sein. Vater, Mutter, Kind, ich werde... mich lieben. Für alle Zeiten. Und meine liebste Lene bleiben. Verheiratet? In Ewigkeit? Amen. Goldmund. Ich dich auch, Herr Lenchen. Hallo? Hallo?
Goldmund. Wasser bitte. Wasser. Sauerdorn und Enzian. Das Gut ging das über. Wird, soll er Narziss heißen. Hätt ihr das recht? Ich weiß, es ist ein komischer Name. Aber Goldmund ist ja auch komisch. Jetzt brauche ich dich. Dich und deinen Gott. Jetzt. Bitte. Bitte. Was steht dazu in deinen Büchern? Warum will Gott uns so hart strafen? Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich. Der Schöpfer ist vollkommen. Aber die Schöpfung ist es nicht. Wir sind es nicht. Du bist ein Kirchenmann. Du weißt nicht, was es heißt zu leiden. Einen geliebten Menschen zu verlieren. Du redest von der Rechtfertigung Gottes. Ich rede von meiner toten Lene. Von unserem Kind, das sterben musste, bevor es geboren wurde. Thank you.
Nimmt mich mit! Wohin? Nur weg von hier! Ein schönes Vögelein, das bei mir gelandet ist. So jung und gesund. Mag dich nur ein bisschen anschauen und streicheln. Da, mein Vögelchen. Und noch eins, wenn du mich spüren lässt. Oh, warte. Oh, wenn du mich spüren lässt. Ich will euer Geld nicht. Lasst mich. Ich könnte deine Mutter sein. Das Amulett. Mein Amulett? Willst du es haben? Komm. Hol's dir. Hol's dir. Plötzlich so schwach. Oh, mein Herz. Ich bin so müde. Oh.
bist ein lieber Junge. Lieber Junge. Das Amulett. Levi, der Goldschmied aus dem Ghetto, der hat es gemacht. Ein lieber Junge. Ich suche Levi. Den Goldschmied. Levi. Sie haben ihn ermordet. Seine Frau. Seine Töchter. Wie sie meine Familie auch umgebracht haben. Vielleicht sind ja die Juden schuld an der Pest. Schlagen wir sie tot, vielleicht hilft's. So denkt ihr doch. Es ist ein schreckliches Unrecht. Alle sind irre, vor Angst und Leid. Hunderte hat er über die Jahre verkauft. An alle möglichen Frauen. Willst du mit mir kommen? Du hast mir geholfen, meine Toten zu begraben. Trotzdem. Ich frage den Anblick von euch Christen nicht. Eine Jüdin? Nein. Das Gesicht einer Frau, die leidet, die hasst, die trauert und doch verzeiht. Das Gesicht einer Heiligen. Es geht nicht um die wirkliche Person. Es geht um das Bild in meiner Seele. Und Sie, Maria? Wie soll ich sie erschaffen, wenn ich die eigene Mutter nicht kenne? Wenn ich nicht weiß, woher ich komme? Und wer ich bin? All die Jahre habe ich versucht, die Welt zu begreifen. Das Leben. Alles wollte ich ausprobieren und am eigenen Leib erfahren. Schmerz, Todesangst, Rausch, Ekstase. Immer extremer, um irgendwann überhaupt noch was zu spüren. An allen Ecken der Welt war ich, hab viel Gutes und viel Schlechtes erlebt. Tod und Grauen gesehen, aber auch Liebe und große Schönheit. Und ich sah, dass aus diesem Narrenspiel und Totentanz des Menschenlebens etwas übrig blieb und überdauerte. Die Kunstwerke, die Überwindung der Vergänglichkeit. Gefällt es euch? Es ist selten, dass ein anderer ausdrücken kann, was man selbst erlebt hat und fühlt. Von wem ist es? Keiner weiß es. Die Bilder stammen als Geschenk von einem unbekannten Meister. Es ist so lebendig. Seid ihr vom Fach? Nun ja, ich war bei Meister Niklaus in Fürstenberg in der Lehre. Ah, ein Bildschnitzer also. Um sich so nennen zu dürfen, müsste man wohl erst was erschaffen haben. Und? Ich bin immer noch auf der Suche nach den großen Antworten. So habt ihr mit eurer Kunst genau das zu erzählen, dass es um die Suche geht. Der unbekannte Meister. Ich kenne ihn und ich würde euch gerne bekannt machen. Morgen Mittag beim Zwölfeläuten wird euch eine Magd abholen. Am Brunnenhaus im Schloss. Bis morgen, Goldmund. Woher kennt ihr meinen Namen? Wer seid ihr?
Herr Magister? Julia. Die Bilder sind wundervoll. Warum die Heimlichkeit? Das Weib ist nicht fähig zu künstlerischem Ausdruck. Wusstest du das nicht? Nicht ganz so gut, wie ich es mir damals immer vorgestellt habe. Aber fast. Wärst du mitgegangen mit mir damals? Oh ja, bis ans Ende der Welt. Und meine Jungfernschaft hättest du noch als Aufgabe bekommen. Aber nicht aus Liebe, sondern aus Dummheit. Und ist das nicht das Schöne an der Liebe? Dass man dumm sein darf. So kann man denken, wenn man jung ist. Aber jung und dumm, das ist kein guter Plan fürs ganze Leben. Vielleicht kannst du sie gar nicht finden. Vielleicht ist deine Mutter an all den Frauen, denen du begegnet bist. Die kokette Lydia, Lisbeth, die perfekte Hausfrau, die geliebte Lene, die dein Kind trug. Und all die anderen. Die vielen, vielen anderen. Das ist deine Suche. Was ist mit Lydia? Die Pest. Sie hat überlebt, aber sie sollte eigentlich den Fürsten heiraten. Er hat sie dann nicht mehr gewollt und mich als Ersatz eingefordert. Und? Ich habe ihm 2 Söhne geboren. Meine Pflicht ist getan. Lydia hat mir nie verziehen. Kammerdame statt Fürstin. Sie ist bitter geworden. Waldmund? Ich habe eine große Bitte an dich. Ohne Kleidung. Den Kopf etwas weiter in den Nacken. Po anspannen. Das ist aber du bewegst dich beim Sprechen, das ist nicht gut. Dieses Bild wird es länger geben als dich. Das ist für die Ewigkeit. Also streng dich an. Schnell! Ein Eindringling in den Knäkel der Fürstin! Schnell, wenn ihr bloß nichts passiert! Fertig? Bald? Pause. Ich hol Wein und Brot. Du bleibst. Huren, Lüdinnen und Ehebrecherinnen sollen den Altar schmücken. Warum, meine Brüder, zeigt man uns nichts, wenn es doch nichts zu verbergen gibt? Ich will gar nicht sagen, wie viel die Schnitzereien Goldmunds kosten, welch gute Werke man stattdessen hätte tun können. Aber Gotteslästerung! Eine Beleidigung der heiligen Jungfrau! Ja! Hören Sie! Schlägt die Paar.
Pater pauperum. Venita communerum. Veni lumen corium. Consolata optime, dulcis hostes anime. Werk des Teufels. In den Gesichtern. Wahrer Glaube findet sich in stillem Erdulden. Gerade beim Weib. Dieser Altar ist gotteslästerlich von Grund auf. Hast du nicht gesehen, wie unmittelbar die Seelen unserer Brüder berührt wurden? Ja, ich habe ihre Gesichter wohl gesehen. Aber das war Geilheit, keine Frömmigkeit. Das Weib ist Sünde. Gott erschuf es uns zur Prüfung. Narzis, lass mich dieses Teufelswerk vernichten und diesen Gotteslästerer golden und verjagen! Du bist ja von Sinn. Bruder Lothar, du wirst in die Einsiedelei beim Teufelsjoch gehen. Verbringe dort 3 Jahre. Dann werden wir sehen, ob du wieder bereit bist für ein Leben in unserer Gemeinschaft. Verderben wird kommen über dich. Über dich und diesen Hurenbock. Lass ihn reden. Er ist nichts als ein verhärteter Mensch, der sich nach Liebe sehnt. Der Altar, dieses wunderbare Werk, ist das Ergebnis deines Lebens. Ja, und das hast du mir erst ermöglicht. Das hast du dir alles selbst erkämpft. Ich hingegen, ich habe mich ein Leben lang hinter meinen Büchern versteckt. Ist es nicht mutiger, hinauszugehen, Fehler zu machen, dafür zu zahlen, statt wohlbehütet im Kloster ein perfektes Leben zu führen? Vom Kloster aus gesehen war mein Leben das Richtigere. Aber für Gott. Hast du gesehen, wie die Brüder auf die Knie gegangen sind, als du den Kochal angestimmt hast? Narzis, dies hier ist deine Bestimmung, dein Leben. Aber es ist arm an Liebe gewesen. Es hat mir am besten gefehlt. Es werden immer mehr. Viele kommen von weit her. Es fällt dir schwer, dich zu freuen. Wie soll ich mich freuen, wenn ich es nicht zu Ende bringen kann? Vielleicht sieht jeder Pilger seine eigene Mutter Gottes darin. Ich sehe sie nicht. Du musst dorthin gehen, wo es dir am unangenehmsten ist. Zurück in die Vergangenheit, wo du sie verloren hast. Geh nach Hause, Goldmund. Zurück zu deinem Vater. Karl,
Goldmund. Halbbruder. Der von der Hure. Weiß der Teufel, ob du überhaupt sein Kind bist. Lebt er noch? Mehr tot als lebendig. Scheißt sich die ganze Zeit an und ich hab die Arbeit. Wohin ist sie gegangen? Unser Lena. Damals, ich muss es wissen. Oh, schöne. Meine. Wieso hat sie mich zurückgelassen, Vater? Immer ihren eigenen Kopf. So war sie. Wollte nicht gehorchen. Was ist denn das für ein Mann, dem das Weib nicht untertan? Gelacht hat. Genau. Ich mit der Rote. Vor deinen Prügeln ist sie davongelaufen, du verdammter Schläger. Wegrennen? Verstehst du? Wegrennen wollte sie! Wollte. Sie hat es verdient. Sie wollte? Ich konnte nicht anders. Sie hat es verdient. Du hast sie getötet. Der Mann unter Terror! Komm, schlag zu. Schlag mich in die Hölle, kann ich schlimmer sein als hier. Du hast ihn erschlagen, deinen eigenen Vater. Er litt schreckliche Schmerzen. Warum hätte ich ihm Gottes Strafe erlassen sollen? Sie hat mich nicht verlassen. Freust du dich denn gar nicht mit mir? Ich weiß nicht, ob ich es ertrage, dich noch einmal zu verlieren. Wovon sprichst du? Unser Altar wird fertig und ich kann... Und du wirst weiterziehen von hier, wo die Zeit stillsteht und alle Liebe nur Gott gelten darf. Damals hast du mich fortgeschickt. Ich musste. Weil ich dich mehr liebte als mich selbst. Ich durfte immer nur dein Freund sein, aber ich durfte dich nie lieben. Nein.
lass mich vorbei! Nein! Ich muss zu Gott, Mann! Du bist unser Acht, du bleibst hier und tust deine Pflicht. Damien, bilde deine Kette! Bilde deine Kette! Hol mir Alma! Wasser! Ich hätte dich so gerne glücklich gesehen. Du hast mein Leben so bereichert, du weißt gar nicht, wie sehr. Wo ist deine Mutter? Du musst neue suchen. Meine Mutter? Dein Herz. Wie willst du denn einmal sterben, wenn du doch keine Mutter hast? Ohne Mutter kann man nicht leben. Ohne Mutter kann man nicht sterben. Narziss, versprich mir, dass du glücklich sein wirst. Bleib bei mir, bis es vorbei ist. Kannst du auch nicht mehr einschlafen? Was ist, meinst du? Ich träume gar nicht. Du spinnst. Ich weine manchmal, wenn ich jemanden. Sie hält ihren Sohn so liebevoll, wie eine Liebende den Geliebten. Das ist Goldmund nicht. Es hätte ihm gefallen. Lieber Goldmund, die Wurzel aller Kunst, ist die Furcht vor Tod. Vergänglichkeit. Auf diesem Bild wirst du immer jung, voller Leben und begehrenswert sein. Auch wenn du selbst einmal alt und krumm bist. So jung und begehrenswert wie das Gemälde eines toten Christus.
Darum habe ich diesen Plan geändert und sende dir den Entwurf. Bleibe für immer jung und schön im Herzen, liebster Goldmund, Julia. Versprich mir, dass du glücklich bist.